Hallöchen, Popöchen und willkommen zurück zu Dragon Age, Freunde der Nacht. Ich habe jetzt, das Spiel, irgendwie mein Rechner ist nicht mehr so das beste Ding. Irgendwie, leider, musste ich jetzt alles ein bisschen umstellen. Ich hoffe, das läuft jetzt ganz flüssig, also die Animationen sind besser auf jeden Fall als vorher. Es ruckelt eigentlich auch nicht wirklich so weit. Weil ich musste das alles ein bisschen umstellen, weil mein Rechner ist jetzt schon ein bisschen älter, ist nicht mehr der jüngste. Aber ich werde mir auf jeden Fall demnächst einen neuen zulegen. Beziehungsweise den alten Rechner noch benutzen für andere Sachen, anderweitig benutzen und den neuen dann für die neuen Spiele. Also könnt ihr bald alles sehen. Ja, das ist irgendwie halt alles ein bisschen blöd, deswegen ich musste die Grafik ein bisschen runterstellen. Bei Frips ein bisschen was geändert, aber jetzt geht's los und wir reden mal mit Corporal Vale. Ich bin Corporal Vale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Gut, was ist mit dem Stallmeister? Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stallmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Ich würde sagen, wir forschen noch ein bisschen nach. Gibt es noch Probleme? Ihr sagt, Leute hungern, Leute frieren. Erzählt mir von dem Magier, erzählt mir von den Templern. Gibt es noch Probleme, würde ich sagen. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben? Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es nicht ausreicht, sie zu nähen oder mit Elfenwurzel zu behandeln. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind. Aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. Kurz nachforschen. Okay, das wir müssen kurz nach Radcliffe. Gebt auf euch an. Und ihr auf euch. Gut. Sorge in einzelnen Gebieten für Stabilität, indem du Risse im Nichts schließt. Vergrößere den Einflussbereich der Inquisition, indem du neue Lager errichtest und erledige Quests und Macht, um Macht und Einfluss zu gewinnen. Macht kann am Kartentisch in Aufklärungssätzen investiert werden, durch die sich dir neue Möglichkeiten eröffnen. So, gewinnst du genügend Einfluss, steigt die Inquisition im Rang auf und du erhältst Zugang mit einzigartigen Errungenschaften. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Ganze hier so ein bisschen sichern können. Die Flüchtlinge mehr oder weniger abschirmen, beziehungsweise aus dem Geschehen zurückziehen, der erstmal ein bisschen Hilfe leisten. Reise nach Hier ist schon so ein Scheißhaufen oder was? Und da ist eine Nebenquest. Hier ist eine Nebenquest. Erstmal hier bei diesem Dreieck gucken, was das auf sich hat. Kann man kurz hier durchs Wasser stampfen. Alles klar. Hier sind sogar zwei Nebenquests. Was ist das jetzt hier? Ach, Beanspruch. Nice. Die Tridder Stahlaxt sage Avamutter. Siebte Strophe. Tridder Stahlaxt Freund, Zwerghäuptling und ihr Blattohr hatten sich geliebt. Juckt die Nase. Und am Morgen war die Liebe fort. Doch noch davor wurde ihr im Traum geflüstert und die Botschaft schmetterte sie nieder. Ihr Stamm wird sterben, so sie nicht ein Kind gebar. Wie ein Eheweib ganz bieder. Avala, so hieß die Liebste, sprach von ihrer Bleiderreise. Das ist gar kein Gedicht. Ich lese das hier vor wie im Gedicht. Das ist aber, ich hatte siebte Strophe. Oder ist das doch ein Gedicht? Egal. Vom Spross aus Trudas Bläude, Blute, Morringham, Schlag und Weise, dem Flüstern muss gehorchet werden. Händier, Zwergenprinz stöhnt laut und leise. Zeugt das Kind für ihre Wald, die Linie der Ava Stamm, ihr Name, unser Sterben. Okay, alles klar.
war doch mehr oder weniger, glaube ich, ein Gedicht. Gut, jetzt haben wir hier zwei Nebenquests, die wir annehmen können. Ich würde nur sagen, wir nehmen erstmal hier die hintere. Das Ganze erinnert mich irgendwie gerade an die Grafik von Zelda, wenn ich den hier so sehe, den Mann vor mir. Den da. Den. Dann ist das Ganze ein bisschen aus wie Zelda. Okay. Zack. Wir müssen mal hier eben gerade die Quest annehmen. Ach da. Jäger der Flüchtlinge. Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Wo liegt das Problem? Diese Leute brauchen etwas zu essen. In den Hügeln gäbe es genügend Wilder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten. Und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Wilder zu treffen, ist zu groß. Auf bald. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. Gut, wir haben also gerade ein Quest angenommen. Und zwar müssen wir Widderfleisch. Wir müssen also nach Valoryx reisen. Die Bedrohung bleibt stehen. Das ist unsere Mission. Da kommen wir aber nur hin, wenn wir 4 Macht bekommen haben. Die Macht bekommen wir wahrscheinlich, indem wir kämpfen, was auch immer. Und ich will nochmal den nächsten Quest hier annehmen, dass wir die beiden erstmal hier erfüllen. Also die beiden Quests, den Flüchtlingen helfen. Ich denke mal, dass die zweite Quest auch zur Hilfe der Flüchtlinge steht. Was hast du zu sagen? Könnt ihr meiner Frau helfen? Bitte, ich flehe euch an. Was stimmt nicht mit ihr? Oh, ich hab mich verklickt. Ich hab weh gedrückt, ist er da. Nicht mit eurer Frau. Sie wird krank, sobald sich das Wetter verschlechtert. Sie bekommt keine Luft mehr, als hätte sie Spinnweben in der Lunge. Unser Sohn Hindel stellt einen Trank her, der sie atmen lässt. Er ist der Einzige, der es kann, aber er hat sich diesem Kult in den Hügeln angeschlossen. Bitte geht zu ihm und erzählt ihm, was los ist. Ohne diesen Trank wird sie sterben. Okay, wir müssen also jetzt zu dem... Also holen den Trank bei dem Sohn ab. Ist das markiert, wo ich da hin muss? Hier noch eine Karte. Laden, Inventar, Codex, Smart-Menü. Nee, hier kann ich... Warte mal. Ne, ich kann auch nicht hier so weit weg rushen, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Was geht hier gerade ab? Warte mal. Ach, ich kann denen hier so befehlen, wo sie lang zu gehen haben. Gut, das ist natürlich auch cool. Aber das brauche ich gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich wieder zurückkomme. Achso, klar, hier. Den wollte ich aber nicht spielen. Ich will, nein, den. Unseren Friend. Gut, aber wie komme ich jetzt... Gut, das ist schon mal unter unserem Schluss. Ah, wie komme ich jetzt auf die Karte? Option, Tagebuch, Speichern, Charakterbogen, Laden, Inventar. Dann kann ich die... Hier kann ich die ändern, das will ich aber nicht. Komm, wir gehen mal hier hoch. Mal gucken, was hier oben so auf uns lauert. Was ist das denn hier? Rückzug. Mein Ziel angreifen. Das ist hier, sind Befehle für unsere Kollegen, die uns gerade aber nicht von Nutzen sind. Und hoch oben in den Bergen, wie es hieß, ist der Sohn der Mutter, beziehungsweise der Sohn der Frau, der Sohn der Frau und des Mannes, wo die Frau unsere Hilfe braucht. Das ist natürlich die Frage, wo ist hoch oben in den Bergen? Weißt du, aber hier sind überall Berge. Und Macht bekommen wir, glaube ich, durch, wenn wir Oststraße entdeckt. Also Macht bekommen wir, glaube ich, wenn wir, ja, Risse schließen. Und so weiter und so fort. Und da hinten sind Feinde. Gut, es lädt gerade ein bisschen wahrscheinlich. Ich muss es in die Welt generieren. Gut, komm, die holen wir uns mal eben. Das ist ja wohl eine der leichtesten Übungen. Zack. Ach, das ist halt einer von uns oder ist das ein Böser? Der Bogenschütze da? Weiß ich gar nicht. Ach komm. Gut, es scheint... Ja, doch, es hat geholfen, was ich gemacht habe. Es ruckelt deutlich weniger. Aber
Ja, es kommt ja nicht auf die Grafik an, sondern eher auf das Spielen, finde ich persönlich. Ach, das ist doch einer von den Gegnern. Oh, ich bin gerade gestorben. Scheiße. Meinen Nachforschungen zufolge könnten die Altelfen hier in der Nähe Schutzzauber aufgestellt haben. Wenn wir die Artefakte finden, die sie Ach, safe, haben, der lebt wieder. Okay, alles klar. Ich dachte so, der ist jetzt tot. Ich muss jetzt, weiß ich was machen, aber ja gut. Dann brauche ich also einfach nur jetzt am Anfang so warten. Gut, ich hätte natürlich einen Heiltrank nehmen können. Ich hatte gerade eben die Lebensanzeige überhaupt nicht im Blick, aber komm, einen pfeifen wir uns jetzt mal kurz rein. Jetzt hier können wir noch mal was plündern. Alles mit. Da vorne scheint ein Magierkampf zu sein. Was ist denn das hier? Ach, wer ist das denn? Mihiris. Oder Mihiris. Ich hätte nicht gedacht, hier noch jemandem vom Blute der Delisch zu begegnen. Mein Name ist Mihiris. Ach, Mihiris, okay. Euren Waffen nachzuurteilen, seid ihr für den Kampf gerüstet. Womöglich haben wir in diesem Dämonen einen gemeinsamen Feind. Was macht ihr hier draußen? Kämpft ihr etwa allein gegen die Dämonen? Es ist sinnlos, die Dämonen zu bekämpfen. Es kommen immer noch mehr von ihnen und ich habe keine Möglichkeit, die Risse zu schließen. Ich habe aber von elfischen Artefakten gehört, die den Schleier erfassen. Sie könnten uns verraten, wo neue Risse entstehen werden. Ich hatte jedoch nicht mit so vielen Dämonen gerechnet. Ich glaube, eines der Artefakte ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mir helfen, zu ihm zu kommen? Ja, wir helfen euch. Es kann vermutlich nicht schaden, dem nachzugehen. Habt Dank. Es sollte eigentlich nicht mehr weit sein. Das Ganze kann natürlich auch eine Falle sein. Danke, dass ihr mich begleitet. Ich glaube nicht, dass ich es allein geschafft hätte. Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Begleiter, oder? Ne, okay, die können wir nicht spielen. Alles klar. Es ist nur die Frage, wir haben so viel Quests angenommen, ne? So, hier ist ein Lager von Leuten mit einem Schlange auf ihrem Emblem. Aber das schreckt mich nicht wirklich ab. Muss mal in Ruhe plündern. Unsere Männer machen das schon, würde ich sagen. So, komm, den holen wir auch nochmal. Zack, zack, zack. Ist das hier Banditen oder? Was ist das hier? So, mal kurz geplündert. Den ganzen Krempel, den wir hier mitnehmen. Wir müssen ihn nachsetzen. Verkaufen und so. Das kann ich das jetzt einfach hier. Ich weiß ja nicht, wie viel Inventarplatz ich habe. Müssen wir mal gucken. Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, ein neues Gebiet. Und hier können wir. Quest 1 von 7. So das. Okay. Okay, was ist hier? Achso, das ist so ein Reiseding. Warte mal. Okay, hier ist diese Solas, da müssen wir hingehen. Dann ist hier nagender Hunger. Hier ist noch eine Nebenquest, hier ist Risse. Das ist nagender Hunger nochmal. Und flache Atmung. Das heißt, ganz hier hinten ist der Quest von der einen Frau. Okay, dann lass uns erstmal da hingehen. Dass wir das erstmal hier safe haben. Ich weiß gerade echt nicht, wie man die Karte öffnen kann. Das muss ich nochmal gucken, dass wir uns dann da erstmal schön markieren können. Aber das sollte ja nicht mehr so schwer sein. Gut, jetzt gehen wir erstmal zu dieser Solas, oder wie sie heißt. Machen da ihre Mission fertig, weil die jetzt erstmal am nahesten dran ist. Da bin ich nämlich aus Versehen in die falsche Richtung gelaufen. Das war ein bisschen blöd. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Was ist hier? Achso, können wir irgendwas aufladen. Gestattet ihr, dass ich einen Blick darauf werfe? Wir werden konzentrierte Magier. Achso, er fordert Magier. Klar, dann. Ihr da, Flachohr. Kriegt ihr das hin? Kann ich den nicht auswählen? Doch, jetzt. Das finde ich natürlich ganz cool. Dass das so ist, ganz ähnlich. Ich vergleiche das mal ganz plump mit Lego Star Wars.
wo man da andere Charaktere braucht, um in bestimmte Sachen reinzukommen. Auf jeden Fall, hier sind wieder unsere alten Freunde, diese, was ist das hier, Dämonen. So, wo müssen wir nochmal hin? Ach ja, genau, wir müssen ja ihr Ding holen. Gestattet ihr, dass ich einen Blick darauf werfe? So, jetzt nochmal kurz hier den Magier usen. Das ist ganz sicher kein normales Feuer. Ich habe hiervon schon gehört. Es ist Schleierfeuer. Schleierfeuer ist eine einzigartige Lichtquelle, die zwar von jedem mitgeführt, aber nur von den Magiern aktiviert werden kann. Erkunde die Welt, um alte Runen oder Vorrichtungen zu finden, die nur mit Schleierfeuer verwendet werden können. Trägst du ein Schleierfeuergefackel, wird diese fallen gelassen, sobald du keine Kampffähigkeiten einsetzt. Es ist eine Art empfindsame Magie. Okay, Wirkungsbereiche. Das heißt, ich kann die da hinten. Na gut, das ist irgendwie. Keine Ahnung, ich hab das Prinzip jetzt nicht ganz so verstanden. Aber gut, wir greifen erstmal hier an. Gut. Spielen wir halt eine Runde mit dem Magier hier im. Was ist das hier? So ein Tempel oder was? Alte Mine. Nein, Tempel ist es nicht. So eine alte Mine, ja. Gut. Wahrscheinlich ist das hier der Kristall schon direkt. Jawohl. Müssen wir hier plündern? Ja, die Schutzzauber stärken den Schleier. Okay, wir haben Einfluss bekommen. Nun, das sollte sich jetzt nützlich erweisen. Und bis dahin haben die Ahnen auch etwas für mich hinterlassen. Interessant. Ich denke, damit ist unser Bündnis beendet. Geht in Frieden, Freunde. Wie kann ich jetzt mit der reden? Mit ihm hier? Wo ist denn die Alte? Ich kann jetzt irgendwie nicht mit der reden. Na gut, egal. Wir haben das fertig gemacht. Achso, hier ist sie. Okay. Solas? Mahalani Maglandival. Wir in Nassalin. Ihr habt vielleicht recht. Hier, nehmt es. Möge Mythals Segen euch begleiten. Okay, jetzt haben wir das Artefakt bekommen. Die Frage, die sich gerade mir aufstellt, ist, hat er es gerade gesagt oder hat das unser Elfenkumpel gesagt? Und können wir jetzt schon gehen oder... Betet die Alte das jetzt nur an oder was ist jetzt hier los? Kurz unseren Elfenkumpel nochmal hier. Okay, nee, anscheinend sind wir hier fertig. Ja gut, dann los geht's. Ab, raus. Gut, da hinten ist sowas Grünliches. Da gehen wir doch mal direkt hin. Ich hoffe, wir haben jetzt das hier alles so erledigt. Hoffe ich, wie gesagt. Aber... ja, ich denke schon. Ja, wieso nicht, ne? Passt. So, plündern können wir, glaube ich, nichts mehr. Deswegen nicht rumheulen, wenn ich irgendwas übersehe oder so. Ich meine, nämlich unser Inventar ist voll. Also bin ich mir sicher. So, was ist das jetzt hier? Die Wegkreuzung. Rekruten. Whatever. Oder etwas in der Art. Auf jeden Fall blockieren sie die Straße. Ach Junge. Erzählt mir mehr von ihnen. Was könnt ihr mir über die Angreifer auf der Straße erzählen? Es sind mehrere Gruppen, von denen einige auch mit Bögen bewaffnet sind. Außerdem haben sie bessere Rüstungen als die meisten anderen hier. Es sind zu viele für uns. Wenn ihr da rausgeht, dann achtet darauf, dass sie euch nicht in den Rücken fallen. Sie nehmen keine Gefangenen. Auf bald. Danke für die Warnung. Die Frage... okay, da müssen wir also wieder zurück. Weil sich jetzt für uns ein neues Auge geöffnet hat, beziehungsweise eine neue Mission erschlossen. Ach so, das ist wahrscheinlich die Mission mit den Nagern, oder was das war. Weiß ich gar nicht mehr genau.
Erledige die Banditen auf der Straße im Osten. Hier sind wir auf jeden Fall falsch. Mit dem B können wir so ein bisschen Geschwindigkeit erringen. Wir müssen also jetzt hier einen Banditen töten. Verrat eine Mission angenommen haben. Wieso schreit hier Banditen, wenn ich hier nicht einen sehe? Jetzt sind wir erst im Gebiet von denen drin. Nach da vorne sind wir doch vorhin hergekommen, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. Unser Magierfreund könnte bald mal wieder einen Heiltrank vertragen. Entdeckte Region, 4 von 29. Okay, hier sind Banditen. Mal gucken, was die so drauf haben. Schon auf jeden Fall da so einen mächtigeren dabei zu haben. Könnte natürlich schwer werden. Warte, was ist da hinten? So ein Zauberer, ne? Komm, den nehme ich mir nochmal direkt vor. Na komm. Mach hier keinen Scheiße. So, er hier noch. Und da hinten ist noch ein Zauberer. Moment, ich sollte kurz zurück zu ihm hier und warte, da, so, jetzt einen Heiltrank rein zwitschern, so, zack, 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 zack. So, safe, der ist tot. Und hier hinten sind noch. Oh, hier ist nur noch einer. Gut, das war easy. Quest abgeschlossen. Gut, das war. Okay, wir haben eine Macht bekommen. Ich bin mir sicher, dass wir die eine Quest noch nicht fertig gemacht haben. Oder? Wir haben jetzt erst Macht plus 1 bekommen. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Ja gut, dann machen wir das doch mal, ne? Wo ist das? Im Zelt, wo hab ich das gesehen? Achso, hier, Lager aufschlagen. Dann erstmal wollen wir uns ein bisschen ausruhen. Oh, Erfolg freigeschaltet. Oh, jetzt. Alle sind hier. Wir haben Macht 2. Reise nach Valroysakube. Was ist hier? Okay, das ist natürlich cool. Jetzt haben wir nämlich hier nochmal direkt so ein kleines Lager. Und nehmen wir jetzt mal hier dieses Kraut mit. So. Was ist das hier? Jetzt will ich dann nochmal gucken, ob ich hier irgendwie Charakterbogen landen werde. Codex, Charaktere, Geschichte. Ah, Karte. Was ist das hier? Nee. Orte. Was ist das? Hinterlande. Doch, warte mal. Ja, können wir nur was zu lesen. Option, Tagebuch, speichern. Questkarte. Oh, ich bin so blöd. Gut, wo sind wir gerade? Hier oben. Sind wir das? Dämmerlichtlager. Hier ist noch ein Lager von uns. Hier ist eine Quest. Hier ist Risse in den Randgebieten. Gut, wir müssen auf jeden Fall hier noch hin, um den Hunger zu machen und hier noch um der Mutter zu helfen. Ich würde mal sagen, was ist denn näher dran? Was ist das hier? Okay. Geschlossene Risse im Nichts. In den Randgebieten an den Straßenrandcliffs wurden aktive Risse im Nichts gesichtet. Komm, dann gehen wir da erstmal hin. Jetzt haben wir jetzt zwei Missionen offen. Warte mal. Nein, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, wir haben jetzt hier zwei Missionen. Einmal hier und einmal da. Wahrscheinlich ist jeweils eins ein Riss. Okay, gut. Dann müssen wir gucken, dass wir erst zum oberen gelangen. Ich weiß jetzt nicht genau den Weg. Aber erstmal wieder zum oberen gelangen. Wir gehen gerade zum falschen. Alles klar. Müssen also hier unten weiter. Weil dann können wir nämlich erst den oberen machen und dann den unteren Riss mit den anderen Quests erfüllen.
Ist das hier der richtige Weg? Warte mal. Jetzt muss ich nach mich links halten auf jeden Fall. Ist das hier ein Oh, ein Schweinchen. Da ist Eisen in der Wand. Das lasse ich da erstmal. Oh, wie schön das aussieht. Er steigt auf. Nice. Wir sind zwar böse Drachen und so, aber nice Dragon, Alter. Dragon Age, oder? Erstmal gegen Drachen kämpfen. Mal gucken, ob die was drauf haben, Alter. Ich befürchte es leider. Junge, was ist das? Alter! Okay, hier sollten wir lieber weggehen. Oh fuck, wir sind gestorben. Scheiße. Das war eine blöde Idee, dahin zu gehen. Alles klar, ich glaube, wir sind denen nicht gewachsen. Aber ich würde sagen, wir machen auch mal hier noch eine Aufnahmepause. Und sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Dragon Age. Oh mein Gott. Das war nicht so gut. Freunde, das lassen wir mal lieber sein. Gut, ja, wir haben jetzt... Ja, der Part ist, würde ich sagen, vorbei. Und dann... Ja, ich bin schon gespannt, wenn wir diese Drachen besiegen. Was ist das denn hier für ein Tier? Kann ich den irgendwie plündern, um meinen Kollegen Essen zu geben? Nee. Weil mache ich den hier mal weg, den Quest. Dann setze ich mir mal hier eine Markierung. Dass wir dann erstmal da oben nicht hingehen, so fix. Was macht er hier? Wir haben die Region nach Ressourcen abgesucht. Befehl des Kommandanten. So ein Kumpel von uns sind das. Dieses Vier erstmal töten. Das könnte uns ja irgendwie noch was bringen. Das muss ich mal kurz gucken. Questkarte. Okay, hier ist dieser Tunnel. Wir müssen aber oben rumlaufen. Okay, alles klar. Das ist natürlich die Frage. Bin ich hier richtig? Ja. Ob ich jetzt diese eine Mission, da habe ich die fertig. Kann ich ja kurz nachgucken, ist ja kein Thema. Scheint aber fertig zu sein. Was mich sehr freut. Gut. Was war das gerade? Ach so, hier oben. Okay, das heißt, wir können jetzt doch den anderen Quest noch machen. Aber Freunde, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Part hier für heute. Ja, bis zum nächsten Mal und das Tor laufe ich nochmal kurz. Das ist noch drin. So, und dann, ja, auf der Wegkreuzung verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.